soll ich euch erzählen? Das ist ja unnötigste Aufnahme aller Zeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist Release-Woche von Modern Warfare 3. Wir haben es gerade Montag, 8.30 Uhr, beziehungsweise ja, 9.30 Uhr eigentlich. Und hier auf der Uhr steht 12.30 Uhr, aber die Uhr geht aber nicht richtig. Ja. Ihr kennt ja alle den legendären RQ-Stuhl. Ja. Ja, ja, sicher, Alter. Müll! Er ist kaputt! Er ist kaputt! Er ist gestern Abend, am Sonntag beim Schneiden, auf einmal ich lehne mich zurück und auf einmal ich liege so da wie ein Dummer. Ihr seht diesen wahnsinnig perfekten 90-Grad-Winkel. Der Stuhl muss auf den Schrott. Ein neuer Stuhl muss her, denn auf diesem Stuhl werde ich nicht, Bruder, auf gar keinen Fall, werde ich hier noch weiter drauf sitzen. Zudem muss dieses verstaubte Bastard-Kabelmanagement endlich geklärt werden. Dafür habe ich auch schon vor Wochen, weil man sieht schon den Staub hier drauf, vor Wochen Kabelmanagement-Sachen bestellt. Wer weiß, wie das aufgehen soll. Ach, Digga. Oh, kein Bock mehr. Wir haben jetzt schon neue Steckdosen, irgendwelche Dinger, irgendwelche Dongs. Also wir haben eigentlich alles, um ein schönes, cleanes Kabelmanagement hinzubekommen. Und das brauche ich einfach für meine allgemeine Ruhe, denn ich bin viel konzentrierter, viel produktiver, wenn alles sauber ist und ich hier an meinem Schreibtisch sein kann, ohne mir irgendwelche Kopfschmerzen zu machen. Es gibt auch noch ganz viele andere weitere Dinge, die ich jetzt vor dem Release, denn ab dem Release habe ich keine Zeit mehr. Ich nehme mich jetzt quasi mit bei meiner Vorbereitung. Escape from Tarkov mit Floyd habe ich schon aufgenommen. 3 Stunden Material, da muss ich noch ein geiles Video draus schneiden. Das mache ich, denke ich mal, heute. Und es gibt noch die finale Warzone-Session mit Moors, wo ich die Tarnung freigestellt habe. Muss alles geschnitten werden, teilweise noch aufgenommen werden. Eigentlich überlege ich, ob ich meinen PC auch noch upgrade, nochmal eine neue Grafikkarte reinmache. Wir müssen dann natürlich auch einen finalen, fetten Einkauf machen. Okay, also ich habe einiges jetzt gesagt. Ich nehme euch einfach mit. Mal schauen, wie es wird. Schauen wir mal, was wird. Der wird. Erstes Problem. Wo sind denn die ganzen Socken hin? Schaut mal unters Bett. Ich habe letztens einfach für die Ordnung die ganzen Sachen hier runtergeschoben, weil ich keinen Bock mehr hatte. Nein, nein, oh Gott, wie viel ist es? Oh, wie viel ist es? Ey, ich muss noch 17 Wäsche waschen. Riesenscheiße. Diese 3 Müllsäcke machen mich so unglaublich sauer, denn da sind Klamotten drin, die ich nicht mehr trage und verkauft haben will. Aber es natürlich noch nie gemacht habe. Daneben haben wir auch etwas, was ich mal als Video geplant hatte, denn Crow, ihr wisst ja vielleicht wisst ihr es auch nicht, wahrscheinlich wisst ihr es nicht, ich bin Crow-Fan und der hat so geile Cerealien rausgebracht, 6 verschiedene Sorten, ich habe mir direkt alle gekauft und eigentlich wollte ich dazu mal so ein kleines Review machen, jede einzelne Sorte ausprobieren und dann mein Feedback geben, habe ich natürlich nicht gemacht. Übrigens geile Serie, Magnum, so geil. Letztens wieder angefangen, habe ich direkt aufgehört. Ich schwöre, weil man ist so dumm, man hat keine Aufmerksamkeitsspanne. Ach man, es hört doch nicht auf. Mann! Gut, eins nach dem anderen, wir machen erstmal eine Wäsche. Abfahrt. Für Fortnite! Wir haben es tatsächlich mittlerweile schon Mittwoch. Am Montag und Dienstag habe ich nichts weiteres Großartiges gefilmt und gemacht, als die Videos zu schneiden, die online gekommen sind. Jetzt habe ich, wie ihr seht, im Hintergrund aufgeräumt. Ich finde es übrigens so satisfying, im Zeitraffer zu sehen, wie es immer sauberer wird. Aufräumen ist wirklich absolut key. Man fühlt sich so viel besser dadurch, hat einen klaren Kopf. Das mache ich ja immer. Und heute ist aber ein entscheidender Tag, denn Mittwoch ist eigentlich so der letzte Tag, wenn am Freitag das Call of Duty rauskommt, wo man noch Dinge erledigen kann. Denn am Donnerstag wird man höchstwahrscheinlich schon irgendwie das Spiel bekommen können. Und wenn man das Spiel dann hat und die Server online gehen, muss man Videos direkt aufnehmen. Als Content Creator ist natürlich noch wichtiger, noch krasser, wenn man auch diesen kleinen Vorsprung eventuell schon hat, das Spiel schon früher zu haben. Deshalb ist heute quasi der letzte Tag, nochmal so richtig viel Dinge wegzuschaffen, um dann am Donnerstag schon bereit zu sein, falls man das Spiel hat und falls die Server online gehen. Datenrückgewinnung. Ich weiß nicht, ob die letzte Datei zu sehen war. Wenn nicht, ich baue gerade den Stuhl auseinander, denn der muss weg. Wie geht denn das hier nochmal ab? Alles sifft hier voll. Scheiße. Ich schraube das, glaube ich, irgendwie ab.
Dann brauche ich aber erstmal Schraubenzieher. Alles im Keller jetzt. Habt ihr schon mal so einen vollgemüllten Dreckskeller gesehen? Ich gehe behindert. Was sucht dich jetzt? Werkzeugkiste? Wo ist Werkzeugkiste? Ach, Digga. Oder wo ist die F***ing Werkzeugkiste? Hab ich die doch oben? Steht die doch noch oben? Oh Mann, ey. Ich glaube, die steht noch oben. Ja, hier steht sie. Alles klar. Perfekt. Ja. Boah. Nein, nicht auf dem Boden jetzt hier. Oh Gott. Dann bestelle ich jetzt mal ein Taxi. Was denkt ihr, reicht dafür ein kleines Taxi? Warum muss ich dafür ein großes Taxi bestellen? Ich stinke wie Sau, ist ja widerlich. Lieber widerlich, statt widerlich. So, wir sind auf dem Schrottplatz. Da ist der Sperrmüll. Und da kommt jetzt der Stuhl rein. Scheiße, der Stuhl kommt weg. Oh mein Gott. Der Moment ist gekommen, mein wunderschöner Ergo-Stuhl. Oh nein. So. Ach, Digga. So, Leute. Ja. Was mach ich? So. Weg ist er. Ciao. Mir ist gerade fast das Ding hier. Einfach auf den Fuß gefallen. Ach du Scheiße. Jetzt noch ein gebrochener Fuß. Das muss jetzt hier in Altmetall-Schrott und Abfahrt. Was eine Scheiße für die Umwelt, ne? Einfach so. Was passiert jetzt mit dem Scheiß? Irgendwas wird ja damit jetzt passieren. Gut, Job erledigt. Gleich kommt auch schon Amazon und der neue Stuhl kommt an. Ich bin wieder zu Hause und guck mal, wen haben wir denn da? Ja, Coco, hallo. Coco ist zu Besuch bei mir. Die Wäsche ist auch aufgehangen. Und der Stuhl von Amazon ist da. Ich habe keine Ahnung, ob der was taugt. Wir werden ihn jetzt gemeinsam aufbauen. Ich hoffe, er kann was. Denn das ist meine einzige Alternative jetzt. Für die ersten MW3-Wochen. Ne, Coco? Ne, Bärchen? Jo. Jo. Und nebenbei schaue ich jetzt MW... Ach, Manuel Neuer irgendwas. Comeback. Guck mal, wie ich jetzt wegrenne. Guck hin. Oh, ja, wie kann man so süß sein? Ja, wie kann man so süß sein? Mir ist übrigens echt schlecht. Ich trinke jetzt auch gerade so einen Magen-Darm-Tee. Ich hoffe, dass das nichts Wilderes ist. Ich habe auch gesehen, heute Abend ist ein COD-Event in Berlin. Und da sind die Jungs. Vielleicht werde ich da auch nochmal vorbeischauen. Ich habe mich dabei wieder vergessen, irgendwie drum zu kümmern wegen Gästeliste. Marcel hat mich jetzt anscheinend draufgeschrieben. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber wir haben bis dahin eigentlich noch so viel zu tun. Also, ja, ich darf jetzt hier nicht weiter voll rumliegen. Ja, mein Schätzchen. Ja, was ist denn das? Oh Mann, wie kann man so süß sein? Ja, du Schätzchen. Ja. Ah. So süß muss man auch mal sein. Okay, Schuhe aufbauen, jetzt angesagt. Ja, sieht doch okay aus, würde ich sagen. Sehr atmungsaktiv, glaube ich, hoffe ich. Ich hasse es, wie gesagt, im Sommer zu schwitzen auf diesen Kunstleder. Stühlen. Deshalb habe ich mir hier einen so aus Stoffartigem geholt. Ne, Bärchen? Ne? Clovo ergonomischer Mesh-Bürostuhl. Als Profis für Bürostühle streben wir ständig nach dem höchstmöglichen Kundenkomfort. Das freut mich. Och, come on, ey. Ja. Yeah.
nichts, ne? So wird es hier nichts. Ja, mach mal auf den Deck rein hier. Komm, zeig mal. Dein Kühlchen hier. Ist nichts zu essen, ne? Oder nochmal kurz schnuppern, nochmal sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen. So, jetzt kommt es hier. Mann, Coco, pass bloß auf. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Eins, zwei. Okay, ich glaube, die Kamera geht hier gleich aus. Wir machen mal aus hier. Ja. Ist das jetzt auch mal genug? Ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl. Ihr seht ihn hier. Der ist so ein bisschen auf ergonomisch angelehnt. Ich muss schon sagen, erster Moment. Wow, ich war so sauer, ne? Ich war so sauer. Aber ich war vor allem sauer, weil ich dachte, Bruder, ich kann mich gar nicht zurücklehnen. Und ich habe nicht dieses Ding gefunden hier, um mich zurückzulehnen, bis ich herausgefunden habe, wenn ich das Teil zur Seite schiebe, dann kann ich mich zurücklehnen. Auch wenn ich nicht so ganz der große Fan davon bin. Also hier hinten ist es sehr bequem, aber es gibt nicht so diesen Mittelzustand, weil es mich dann zu sehr schon wieder nach vorne drückt. Also ich kann nicht hier chillen so, sondern ich kann entweder gerade sitzen oder halt hier hinten chillen. Und ich werde jetzt direkt schon den Vlog schneiden, denn wir haben es jetzt gerade Mittwoch 17.04 Uhr. In zwei Stunden ist dieses COD-Event. Marcel hat mich angeblich auf die Gästeliste geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob ich da reinkomme. Jetzt werde ich aber erstmal das Video schneiden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, ich habe meine Modern Warfare Jacke an. Und jetzt geht's auch schon zum COD-Event. Und ich glaube, dass man sogar Modern Warfare 3 schon spielen kann. Ja, da kommst du mir nach Hause. Okay, ja, wir sind dann gleich da. Ja, ich freue mich, Jungs, bis gleich. Ich sag vom Plus 1 weiß ich nichts. Hallo? Hallo, guck mal, da steht's. Oh! Das ist ja Riesenprobe. Hallo. Basti, sag's nochmal. Oh mein Gott, D-Ray. Oh mein Gott, D-Ray. Ja, Jungs. Hey. Oha. Ey, ich hab Todesbot, ne? Ja. Das sieht wirklich voll cool aus. Aber voll viele Leute. Ach, Savage wieder. Savage. Savage. Ich habe selber keine Einladung bekommen. Ja. Selbst ich habe eine. Hast du? Ja. Über wen? Das war auch bitte. Sieh, was die Film immer so penetrant aus. Das ist der PlayStation-Code. Echt? Das ist für Flinker Neffen. Dankeschön. Hä? Geil! Geil! Das ist ja sogar den MW-Farben. Ja. Das ist ein Game des Spiels. Bitte? Wenn du noch Game willst, um die Welt hier bei der Pflege. Ja, nehme ich gerne. Absolut. Gibt's hier gerade eine Robe, Basti? Ja, gibt es. Wollen wir gerade drüber gehen? Ja, das ist gerade oben. Basti, sagen wir nicht, dass man hier Kampagne nur spielen kann. Nee, doch. Ist das Kampagne? Ist das Kampagne? Ja, ja. Ah. Ey, sag mal. Problem oder was? Also so viel Randoms, ne? So viel Random, hallo. Hallo, hallo. In dem Moment. Basti, mach mal was Lustiges. Danke. Jam meinte gerade, die Leute, die hier Kampagne spielen, sind einfach Real-Life-Neffen. Aber wir müssen jetzt kurz das Game für uns anschauen. Er humpelt wirklich rein in die Lobbys. Ich weiß, ich habe keine gute Situation gehabt. Egal, Digga, wir sind hier unter uns. Es ist ein ganz kleiner Rahmen, sind nur ein paar hundert Kameras. Einfach Bars. Mit diesem Bars. Ach, kann ich mit diesem kranken Bars. Das kann nicht sein. Das ist krass. Von dem Motto, wenn ich da bin, das ist wirklich verrückt, wenn man für sein Lieblingsgame Werbung machen darf, dann hat das alles richtig funktioniert. Und dann kam es. Ich sag so aus, der Computer auf dem Schuh, als mein Vater schrie, was für ein Schuh.
Freunde, ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Wir haben es jetzt 11:30. Ich habe den Vlog gerade für euch fertig geschnitten. Die anderen sind teilweise noch was drin gegangen. Fleißbienchen John hat sich nach Hause gesessen und den Vlog jetzt hier für euch fertig gemacht, damit ihr den jetzt noch am Mittwochnacht seht. Ich lade den jetzt nämlich jetzt direkt hoch. Am Donnerstag um 12 Uhr morgens kann man, glaube ich, schon MW3 streamen und hochladen. Ich weiß nicht, ob ich ein Spiel bis dahin bekomme. Ich habe ja Download-Keys, aber das geht nicht, weil Neuseeland, bla bla bla, Account erstellen, irgendwie... Keine Ahnung, mit Xbox soll das gehen. Ich habe keine Xbox. Ich weiß nicht, wann ich MW spielen kann. Ich hoffe, so schnell wie möglich, damit ich für euch die Videos rausballern kann. Das war jetzt der letzte Vlog. Ich denke, es wird keinen Vlog geben, wie ich den Jungs noch MW kaufe, denn alle haben MW und ich habe dafür keine Zeit und morgen kann man schon spielen. Deshalb macht das keinen Sinn. Das war quasi der Ersatzvlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich hatte Spaß dabei, den zu machen. War sehr viel los. Morgen geht der Grind los. Lasst einen fetten Daumen nach oben, Abo da, lasst Liebe da. Morgen geht's los. Ich habe unfassbar Bock. Jetzt mache ich mir noch einen spannenden Abend mit meinem Teechen hier. Wir sehen uns. Es kann losgehen.